Mehr Geld für Klassenfahrten gibt es ab sofort vom Bildungsministerium. Über die bereits beschlossene Neuerung im Erlass Lernen am anderen Ort hat der Bildungsminister Matthias Brotkorb in der Landespressekonferenz informiert. Insgesamt 700.800 Euro stehen jährlich dabei Lehrern und Schülern in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung. Für Förderschulen gilt eine besondere Regelung. Sie werden mindestens 10% mehr Geld für Klassenfahrten erhalten. Auch die allgemeinbildenden Schulen können bei Bedarf zusätzliche Mittel beantragen. Das Land trägt die Kosten für Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihren Klassen auf Klassenfahrten fahren oder Wandertage unternehmen. Das sind Reisekosten, Übernachtungskosten, Eintrittskosten, also all solche Dinge. Weil es eigentlich um eine Dienstreise des Lehrers handelt oder der Lehrerin, haben wir natürlich dann auch die Kosten zu tragen. Die neue Regelung setzt jedoch voraus, dass in jeder Klassenstufe eine festgelegte Mindestzahl von Schulwanderungen, Klassenfahrten und Studienreisen unbedingt stattfinden muss. Sonst kann die Förderfähigkeit in Frage gestellt werden.